Zwei Stück. Einer weniger, zwei weniger. Oh je, Mini. Also falls ich Multiplayer spielen sollte, irgendwann sollte ich vielleicht das nochmal aim üben. Weil es ist echt schlecht, was ich hier mache. Richtig, make. Aber ich muss sagen, ich habe diesen Multiplayer hier sogar schon gespielt, ne? Das muss ich zugeben. Bei dem Multiplayer von Ghost habe ich schon mal gespielt. Ich hatte das Spiel nämlich schon. Boah. Ja, hatte ich nämlich schon mal installiert. Das Spiel hatte ich nämlich schon installiert, schon früher, das ist schon ein bisschen länger her. Hatte ich echt Multiplayer gespielt. Das war. Jo, wie halt COD, ne? Das war eigentlich ein vernünftiges. Ups, oder? Eigentlich meines Erachtens ein gutes, vernünftiges Multiplayer COD. Für diesen Korridor. Ziele nähern sich eurer Position. Verlasse den Baum. Nehme den Steg zum Nest. Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße. Ihr seid jetzt weg vom Radar. Okay. Das sind die Anden. Auf die Ecken achten. Tschüss. Tangos sammeln sich im Glasbau. Langsam. Tangos? Gehen wir da rein? Halt. Wer geht voraus von euch? Geht denn hier noch? Ah. Oh, El Capitan Gonzalez. Wir werden ja als VIP. Es geht los! Macht schon, Jungs! Ja, das ist, Schnell, bevor die ganze Basis auftaucht! Oh, gut. Ich meine, die wissen ja. Wow! So gesehen wissen die ja nicht, ob wir Freund oder Feind sind, ne? Wenn wir die gleiche Rüstung haben, ne? Gleiche Kamouflage. So, weiter geht's. Da sind noch welche. Hat er aber überlebt gehabt. Sinnvollerweise. Ich meine, wenn du einen in den Fuß schießt, dann, ne? Ah, richtig drauf hämmern. Gib ihm! Was sagt die Zeit? Alles prima, ihr seid genau im Zeitplan. Wissenschaftler? Bei denen weiß ich nicht. Kick, wir okay. Sind im Nest. Bereiten Transfer vor. Legt alle auf der Kommandoplattform die Taschen ab. Jo, mach ich. Mach ich. Auf dem Tisch hier ab. Eines offen. Ich fang bei der Computeranlage an. Ich brauche 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch Deckung. Das sind. Schnappt ihr Minen aus den Taschen. Sie verfolgen uns über die große Rampe. Was sind das? Was sind das? Du hast 30 Sekunden, die Verteidigung vorzubereiten. Hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da. Technik, Design, Einbau. Was ist das? Tränengas, aha. Schmeißen wir einfach mal über ein paar Minen. Ziele, komm die Rampe runter! Jo. Schockwellenklemos, was sind dies? Hallo. Keine Ahnung, wenn die jetzt eigentlich schon selbst gezündet oder muss ich die zünden? Jo. Sollte. Auf jeden Fall. Machen wir hier eine hin, hier eine hin, hier eine hin. Machen wir 4 Stück auf jede Seite. Hallo. Machen wir hier eine hin, hier eine hin, hier eine hin. Und die letzte machen wir hier hin. Genau. Boah. Oh, Alter. Ich kann hier die Waffe wechseln. Ist das besser? Ist das gleiche, nur ohne Schalldämpfer, denke ich.
glaube, ich habe die Minen zu nah aufeinander gelegt. Kommen wir von hier hinten? Okay, cool. Rechts hat es explodiert. Okay, also jetzt weiß ich auch, für was die aha. Ich verstehe. Na, was haben wir denn hier so schönes gefunden? Wow. Nee. Hat jemand einen Schrotflinte? Echt jetzt? Okay, wir laden mal kurz nach. Mal einen ganz kleinen Moment. Wo ist Hash? Oh fuck, ich bin tot. Und was bin ich denn tot? Scheiße. So kurz! Warte, warte. Ah. Es gab einen Zwischensave. La 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 la. Wo ist der Hash? Ah, ich glaube, das ist der da. Schade, dass man nur einen Schuss hat, ne? Wäre besser gewesen, hätte ich zwei geschossen. Dann könnte ich rechts und links einkaufen können. So, das sind ziemlich viele. Tür ist offen. Oh, sorry. Kauf einsetzen. Ah, ich bin durch, ne? Merrick, ich gebe dir Protection. Okay. War doch eigentlich ganz einfach. Man ist auf der aufzufahren. Ich weiß nicht, Leute. Uhrenvergleich 2356. Wir gehen auf dem gleichen Weg wieder raus. Waffen runter, aber schussbereit. Machen wir uns bereit. Bein, hilf ihm. Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg auskämpfen willst. Wollen wir mal. Nous disparaît. Estamos heridos. Tenemos el 6 o 7 arrancalados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. Okay, 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 okay. Beeilt euch, schnell. Sie haben den Bohrer. Sie treiben jetzt ihre Jungs zusammen. Das sehen wir auch. Ich schlage vor, ihr sputet euch ein wenig mehr. Wir müssen assegurar el perímetro. Okay. Hier ist ja ganz schön was los, hä, Mädels? Amigo. Gehen wir raus, oder? Oh. Das ist uncool. Das ist uncool. Das ist ein Hundi. Hallo. Schön, euch zu sehen. Okay, wir sind wieder bei den Fahrzeugen. Schnell einsteigen. In welches? Ach, okay, das hier. Okay, auf ins Fahrzeug. Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten. Merrick, diese Daten, sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen für Städte. Überall in den USA. Toledo. Lexington, Chicago. King, wir verlassen gerade die Basis. Der Flügler
Halte durch. Evakuierung in 2 Minuten. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halte an, aber sei bereit. Alto! No se mueva, ¿dónde están? El mando nos asignó al perímetro. Estamos verificando identificaciones. No tenemos tiempo para esto. Hey, paren el motor. Quítense las máscaras. Okay. Die haben irgendwas gegen meinen Geschütz gehabt. Was? Was ist denn für eine geile Waffe, Alter? Yo, 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 alles gut, alles easy. Oh, wow. Oh, schade. Welches Eis? Welches Eis? Welches Eis? Ah, cool. Das ist doch mal cool. Das ist doch mal cool gemacht. So, Fahrzeug destroyed. Jo. Alles easy, ich mach euch. Oh. Ich schieß die ganze Zeit auf das Eis, Junge. Ah ja klar, unter der Brücke durch. Wir waren doch wohl schlecht. Über die Brücke. So, der nächste bitte. Und tschüss. Ich hätte gedacht, das ist ein Doppelflügel. Warum? Hallo? Jetzt geht doch mal da. Was ist los? Ist das U-Boot? Das U-Boot? Scheinbar. Ey, na das ist doch mal eine Evakuierung. Die ist doch mal gut. So muss eine Evakuierung aussehen, Leute. Uhrwerk, Achievement. Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja, das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drake-Straße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. So, so. Wir sind in Position. Ebenso. So, Leute. Aber wir werden dann jetzt erstmal hier ein kleines Ende machen. Ich sag dir mal danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst doch ein Abo da, like die Videos und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao.